Schön, dass ihr wieder da seid. Resident Evil 7. Dennis Richtarski hat mit, denke ich, immenser Mithilfe von mir, kann man so sagen, den Boss gelegt mit einem Auto. Ich weiß, vielleicht hat er sich auch selbst gelegt, denn offensichtlich hat er ja irgendwie Gas gegeben, obwohl er auf dem Beifahrersitz am hockte. Ende habe ich die Kontrolle über das Lenkrad und das Gas ein bisschen verloren. Also, aber noch nur ein bisschen. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich denn doch Gas gegeben habe oder so. Es hat aber nicht, also er war mit am Steuer. Ja, es wäre auch dumm gewesen für dich, einfach so auf diesen Stahlbalken zuzufahren. Ja, aber ich hätte ja vielleicht ein bisschen nach links lenken können, um nur ihn zu erwischen oder so. Das ist, also das war mein Gedanke zumindest in dem Moment. Also das Spiel hat ja da super exklusiv diese Dinger gezeigt da vorne. Mhm. Das konnte man ja fast nicht übersehen. Na gut, aber am Ende... Oh, warte mal. Oh, es ist ja so schlecht, er lebt noch. Jetzt steigt er. Oh shit. Soll ich ihn mir angucken oder soll ich lieber mal gehen? Nee, lieber gehen. Ich traue dem. Der hat offensichtlich keine menschlichen Funktionsweisen, dieser Körper. Guck mal, Munition. Ah! Mann! Wie schnell ist der denn, der brennende Fucker? Alter, der sieht aus wie Metal Gear Solid. Ja. Weißt du? Dieser eine Trailer, wo Snake total im Blut ist? Nee, weiß ich. Ich will nur, dass wir jetzt weggehen. Ich vertraue dem nicht. Okay, der ist gerade explodiert. Ja, ist mir egal. Ich traue dem immer noch nicht. Was war das für ein Klackgeräusch? Was hat geklackt? Ich glaube, da würde ich mir jetzt nicht keinen Gedanken. Hier ist gerade ein Auto explodiert. Oh. Ja, achte mal mit einem Blick auf den Typen bitte, bevor wir jetzt in aller Ruhe looten. Ich piekse ihn nochmal. Zur Sicherheit. Ich trau dem hier überhaupt nicht mehr. Guck mal, der sieht aus wie Freddy Krüger. Oh. Ja, ist egal. Ich raff's nicht. Ja. Ich leg mir das hier aufs obere Digipad und heile mich trotzdem mit R1. Okay. Wozu habe ich es denn hier aufs Digipad gelegt? Brauche ich es zweimal oder was? So. Ich dachte, ich mache mit dem Messer auf der einzelnen andere Attacke, deswegen. Da geht's auf, oder? Nee, das ist der verdammte Schrank. Wie geht das? Es ist ein Garage, das kann nicht so schwer zu öffnen sein. Ja. Wenn man. Da muss doch irgendein Mechanismus sein. Irgendein Knopf. Wahrscheinlich müssen wir wieder eine Sicherung finden oder so. Ich laufe noch einmal ab, gleich haben wir es. Da ist der Leiter! Jawohl. Ha. Alter, was hat er hier? Motorrad. Draußen hängt der Leichenteile an die Bäume und hier hängen der Motorräder an die Balken. Was soll das? So. Lass mich raten, jetzt zieht er uns am Fuß. Wir klettern hoch und er... Okay. Ich wusste es! Oh Mann, du Fucker. Mein Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Nee, der lebt noch. Lass mal schnell hoch, bitte. Ja, ne? Lass mal bitte einfach schnell hoch. Der Fucker. Komm hoch. Der ist doch verrückt. Okay, hier links ist was. Ich sehe zwar überhaupt nichts. Flint-Munition. Ja, noch keine Flint. Flint, liegt er da noch unten? Jupp. Ah, nicht mehr lange. Der regeneriert sich doch schon wieder, ey. Das ist doch alles. Soll ich einen Elbow-Drop machen fürs Hey, Big Splash, ja. okay, können wir das auf ihn schmeißen? Da ist er wieder. Da fehlt der Kopf des Stiers. Seltsam, aber okay. Wir drehen's. Ah. Flügelmutter oder wie die Dinger heißen. Können wir das jetzt abmachen? Was sollte das? Ah nee, warte. Jetzt können wir das da die raus... Die Ochse. Jetzt haben wir die große Tür. Nice. Jetzt haben wir die große Tür. Sehr gut. Jetzt wissen wir, wo es ist. Warte mal, kann man das Regal da nicht noch schieben? Ja, das Ich wollte aber erst gucken, ob ich hier noch was finde. Ja, ja. Mach immer das, wo ich denke, dass es die Lösung ist, ich als auch. Letztes. Ja. So ein Regal habe ich auch zu Hause. Die sind super praktisch, voll günstig. Ja, voll viele Sachen. Das ist immer ein bisschen tiefer als meins. Praktische Teile, kann ich empfehlen. Mhm. Zeitlos. Ich spring mal, okay? Mhm. Wo bin ich? Da oben wieder. Ah. Okay. Hier sind wir wieder zurück, also kein Problem. Zur Ochsentür. Da hauen wir mit dem Messer reingehen. Ja, Mann. Da brauchen wir den Bolzenschneider. Hast du den? Ja, aber das habe ich schon probiert. Du kannst ja nur lesen. Ach so. Sonst würde das Menü aufgehen. Kann die Kette da, Mann. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Tür mit den mit diesen Gefährten da. Nee, nicht mehr jetzt hier rumwühlen. Ich bin ein bisschen getrieben gerade. Mir fehlt. Du bist immer ruhig, denkst du, okay, Scripted Event vorbei, jetzt können wir uns Zeit lassen. Ich fühle mich nach wie vor gehetzt. Ja?
Ja, es ist aber auch verständlich vielleicht. Okay. Nach allem, was uns widerfahren ist. Alles klar, dann schiebe ich mir jetzt einen Ochsen irgendwo rein, ne? Ja. Guck mal, der passt da genau. Ja, als wäre er dafür gemacht. Das haben wir aber Glück. So sieht's aus wie ein Pferd, ne? Das sieht aus wie ein Ochse. Das ist offensichtlich der gleiche. Ist ein anderer Körper auch tatsächlich. Das hier ist ein Zentaure. Ja. Ja, aber das eben war doch eindeutig in so ein Ochsengelöt. Ein Ochstaure. Zen-Ochse. Zen-Ochse. Zen-Ochse ist nice. Zen-Ochse. Zen-Ochse ist nice. Okay, also, warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Das ist ja alles noch viel größer. Ich dachte, wir sind draußen jetzt. Dude, weißt du was? Ich habe einen Fehler gemacht. Und dir letztes Mal erzählt, dass wir die Frau schon getroffen haben. Diese alte Frau, die wir auf dem Bild gesehen haben. Und ich habe noch Ja gesagt, und obwohl ich mich nicht erinnert habe. Ich wollte nur nicht doof dastehen. Nee, ich bin sehr überzeugt. Und die ist hier. Die habe ich gesehen im New Game Plus, als Gregor das gezeigt hatte, diese Stelle hier. Gregor. Die kommt jetzt. Genau. Eieiei. This is Simon. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Was war der letzte Satz? Ich melde mich wieder. Mhm. Und dann melden sie sich nie wieder. Ich weiß doch, wie das läuft. Ja, ne? Tausendmal gemacht alles. Tinder ist auch nicht mehr das. Nee. Oh, der dreiköpfige Wolf auch wieder mit so einem... der hat Tatzen statt Hufen. Das ist, glaube ich, ein Cerberus, weil der ist ja auch ein Hund mit drei Köpfen. Mhm, ne? Ja, ein Cerberus-Pferd. Pferderus. Was stand da noch was gerade? Sieht wie ein dreiköpfiger Hund aus, aber die Köpfe fehlen. Okay. Mhm. Hier, pass auf, wir gehen mal gegen die Uhrzeigersinn den Shit ab. Alles verrammelt. Geiler Skorpion hier. Was ist das für eine, ist die Skorpiontür? Wir haben keinen Skorpionschlüssel. Hier ist ein X vor schwarzem Hintergrund. Manchmal kann man die Sachen drehen, manchmal nicht. Das Uhrpendel hätte ich jetzt gern gedreht. Oh, geil. Das ist wieder Dalvi Daily. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Midkiff hieß nicht Midkiff, Midkiff genau, sogar. Midkiff, ja. Willst du mitkiffen? Midkiff ist immer dabei. Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshaft. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die auch noch findbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Ja, wenn die Ermittler alle so smart sind wie der Deputy von eben, dann wundert mich das nicht, dass sie sie nicht finden. Nee, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Guck mal, der Ventilator treibt diesen Verwesgeruch schön in der Wohnung entlang. Aber was ist das für ein Ventilator, der so eine Stufe hat? Ein sehr gelangweilter Ventilator. Das ist sehr, ein sehr fauler. Stufe boring. Boring. Aber ich liebe diese Tische mit Essen. Ich guck mir das tierisch gerne. Guck mal, das Toast. Das sieht so geil aus. Ich weiß nicht, ob du Final Fantasy das neue gespielt hast. Nee. Ich find's zum Kotzen. Aber du kannst da kochen. Häufig Essen ist ein großes Element im Spiel. Okay. Und jedes Mal, wenn du etwas zu essen dir aussuchst, gibt eine riesen Liste an Sachen, die du auch erweitern kannst, kriegst du ein Close-Bild von dem Essen, das gekocht wurde. Mm. Und es sieht so plastisch realistisch aus. Ich krieg jedes Mal Hunger, wenn ich das sehe, was da auf dem Bild, das sieht so lecker aus. Boah, weißt du was, die müssten das verknüpfen mit so local-based Lieferdiensten, dass du sagst, so, ey, sie wollen dieses Essen haben, das gibt es an folgenden Adressen. Das wäre smart. Stattdessen haben sie einen Deal mit Cup of Noodles. Und überall ist Cup of Noodles. Cup Noodles. Cup Noodles, genau. Cup Noodles. Okay, den haben wir gelesen. Wir gehen mal hier. Oh, guck mal, hier so ein altes. Geil, Beamer. Beamer. Nee, nicht so ein alter. Das sind die ganzen neuen. Ja, Mann. Rusty Look. Retro. Das ist Cyberpunk. Ah, was war da? Warte. Oh, das war der Ventilator. Ja, der ist. Oh, Mann. Da ist das Bild. Warte. Guck. Ein Adler greift nach dem Schwanz des Hundes.
Aber der Hund wehrt sich tapfer. Ey, guck dich mal an. Wer ist hier der Aggressor in diesem Fremdenhaus, wenn du so da durchgehst? Ja, halt echt. Na gut. Also gleich, lest es mal. Sky. Jäger der Lüfte. Das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Ah, okay. Naja, gut, das Gemälde zeigt vor allem auch so einen Adler, der ihn angreift, ne? Also. Ja, aber der fehlt ja irgendwie, oder? Der ist, wahrscheinlich wieder ein Rätsel. Wir müssen ja wahrscheinlich irgendwie so einen Rubbeladler finden und den da reinrubbeln. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Zu verwendendes Objekt. Ach geil, wir müssen es so drehen, dass es ein Schattenspiel ergibt. Genau, aber ich glaube nicht, dass die Münze das richtige Ding ist. Aber der grundsätzliche Gedanke, war das eben mit dem Uhrpendel? Was hat er da gesagt? Jetzt darf ich es drehen, aber... Oh, Living Room. Da steht sogar was drauf und im Moment des Aufhebens konnte ich nicht drehen. Das ist sehr seltsam. Finden wir noch. Oh, warte mal, in welchem Spiel, da gab es doch schon mal das gleiche Rätsel. Welches Spiel war das noch? War das Uncharted? Bei Uncharted hatten wir Lichträtsel, ja. Da war sogar... Bei Uncharted hast du mit die tollsten Rätsel, oder? Ja, das war ganz gut. Super Design. Fand, im vierten Teil fand ich es ein bisschen lame, die Rätsel. Nein, habe ich auch echt nicht durchgespielt irgendwann mehr. Objekte im Inventar kombinieren. Okay, wieder so eine Urinprobe. Das können wir gleich zu... Geht's hoch, glaube ich? Ja. Ist wirklich sehr... Warte, ich gehe noch einmal ganz kurz in die Option. Bell hat gestern, glaube ich, wieder gespielt. Ah, die hat es wieder so dunkel gemacht, ne? Anzeige, ne? Ehrlich, nee, eigentlich so hatte ich es so eingestellt. Ich lasse es jetzt so. Das gehört wohl so. Oh. Hier, da gehen wir gleich hin. Ich will einmal diesen Raum abschließen. Hier geht's hoch. Ah. Kommen wir daher? Ja, das ist diese dicke Stahltür. Nicht da wieder reingehen. Okay, aber hier ist noch. Da ist nochmal so ein leckeres. Oh, ein Bobblehead! Kraut. Shoot me, shoot me. Und jetzt? Jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Hast ihm nicht mal seinen letzten Wunsch erfüllt. Stimmt. Schießpulver. Und eine Geil. Guck mal, Zalando, ey. Und eine Geil? Hä? Oh, ich dachte, das Paket ist für uns. Weißt du, das geht's poppt direkt über ja, den. Ja, ja. Ah, schade, okay. Das hier ist, ich weiß es nicht, eine Schublade. Antike Münze. Geil, Alter. Ah, da ist der Pelikan. Jetzt haben wir schon zwei. Okay, soll ich hochgehen oder soll ich unten zum Gewehr? Ja, bleibt doch hier unten. Wenn wir sagen, wir unten sind, würde ich erstmal alles hier unten machen. Okay. Dann schön säuberlich die Schuhe aufgestellt. Wie viele Regenschirme die haben. So, das ist Kennedy ein bisschen. Ja, ich habe auch gedacht, Kennedy. Was steht denn da drauf? Nee, nicht Kennedy. Ist lustig, dass wir es gleich gedacht haben, obwohl der von Namen überhaupt nicht aussieht wie Kennedy. Da haben wir uns ja gerade in der fucking Werbung drüber unterhalten. Ja. In der ersten Sekunde, die es erkennen. Auch das mit dem Walter White. Das ist seltsam. Aber das Bild sieht geil aus, wie das reflektiert. Du siehst richtig da die Farbstruktur. Ja, ne? Ja, das ist wunderbar. Das ist echt gut. Was ist das? Das ist ein Schlachtengemälde. Das ist offensichtlich in Griechenland. Mhm. Und man sieht die Schlacht der Griechen gegen die Perser. Eigentlich sieht man nicht viel, ne? Naja, du siehst die Säulen im Hintergrund. Das lässt für mich auf Griechenland schließen. Ja, aber das war's dann auch. Und dann siehst du natürlich, ja, aber dann fragst du dich, wen haben die Griechen denn immer gekämpft? So. Untereinander, aber auch gegen die Perser, wie wir bei 300 gelernt haben. Und dann siehst du da unten links, siehst du, man muss ja mal die Leute angucken. Weil der eine reißt den da runter vom Pferd. Wie sehen die denn aus? Der hat da so einen Stahlhelm auf, aber ist barfuß. Weiß man alles nicht, ne? Na gut. Weil er links, da siehst du den Helm mit diesem Tuch, was so an der Seite darunter hängt. Das sieht schon so ein bisschen persisch aus. Ja, zum orientalisch irgendwie. Ja, orientalisch. Also diese Vermummung des Kopfes einfach mit so einem Tuch, deutet schon auf dem Orient hin. Ich weiß nicht, gegen wen Griechenland alles gekämpft hat, aber Perser waren dabei. Gegen den Bankrott. Gegen den Bankrott vor allem. Oh, guck mal, das hier finde ich viel interessanter. Was ist das da oben? Vogel oder was? Das ist ein Vogel auf einem abgestorbenen Baum. Oder eine Giraffe, die sich tarnt. Aber schau mal, wie hier der schwarze Baum und hier nochmal eine invertierte Silhouette des Baumes. Weißt du, ist... Oder? Ist irgendwie... Ja, das... Wolkenkrass. Das ist schon... Also sieht trotzdem Sturm. Gut, aber können wir nicht die Schrotflinte vielleicht einfach haben? Nee, das... wenn ich da X drücke...
stehe da, ich habe zu viele Objekte. Ja, gut. Also das ist ja ein Luxusproblem. Dann lass uns doch mal irgendwie... Können wir nicht noch irgendwas... Nee, was ist... Och, komm, echt? Nee, ich kombiniere jetzt einfach mal den Shit. Und ja, kombinier mal. Zack. Und nochmal, dann haben wir zwei Plätze, glaube ich. Oder, warte mal, guck mal, geh nochmal rein. Was haben wir noch? Warte, lass mich das einmal jetzt nehmen. Okay, wir haben uns eingesperrt. Dumme Idee. Oh. Das war eine Falle. Mach nochmal bitte ins Inventar. Kann ich nochmal was sehen? Was haben wir da? Wir haben Schießpulver, ne? Wir haben... Können wir das nicht mit irgendwas... Wir haben doch da diese Patronenhülsen, oder was ist das? Das. Flintenmunition? Ach ne, ist dran voll mit Schrot. Okay. Das heißt... Schießpulver und... Kuchen füllen lassen, mit dem sich mit flüssiger Chemikalie kombinieren. Ah, wir haben flüssige Chemikalien. Wir hatten flüssige Chemikalien. Die haben wir zu Erste Heilung. Hilfe gemacht. Wir haben ein Messer, aber brauchen wir Patronen. Ja, na gut. Okay, ich leg die Flinte wieder hin. Jetzt Schade. Müssen wir was finden, was ähnlich ist. Das ist hier das Indiana Jones Rätsel, ganz klar. Ja. Also, wenn du irgendwie einen langen Stock siehst, sag Bescheid. Jetzt würde ich hochgehen. Das war für mich jetzt hier unten abgeschlossen. Ich gehe beim Licht entlang. Das sieht cool aus. Umgedreht. Auch wieder ein Statement. Mhm. Ja. Geile Vase, muss man mal sagen. Irgendwas. Ägyptisches oder was ist das? Nee. Aber. Nee. Ich würde sagen, Babylon. Frühes 4. Jahrhundert vor Christi. Uiuiui. Das wäre eine sehr späte babylonische Vase, ne? Eine spätbabylonische Vase, ja. Das ist wahrscheinlich die Dame, die uns anruft die ganze Zeit, oder? Die, ne? Ja. Nee, also ich weiß nicht warum, aber aus irgendwelchen Gründen ist die Frau in meinem Kopf, die mich anruft, schwarz. Ich weiß nicht warum. Dunkelhäutig? Ja. Ich weiß nicht warum. Es ist, glaube ich, es liegt wahrscheinlich an der Stimme, weil, und das eine Stimme ist, die häufig verwendet wird für dunkelhäutige Charaktere. Oh, ja. Guck mal, Snake. Stimmt, Syphilis hätte ich beinahe gesagt. Slytherin. Ja, komm, touch mal an. Okay, hier kommen wir gerade nicht. Slizzle? Oder Dietrich? Können wir nicht die Münze davon nehmen? Nee, ne? Mit der Münze, nur weil es mit Kreditkarte nein, ist. Nein, weil nicht, mit der Münze weil ein Schlitz war. Guck mal, das sah so aus wie ein Schlitz. Wenn sie öffnen wollen, bieten die 50 Cent ein. Guck mal, die Münze. Ich kann sie mal in die Steckdose stecken. Sieht auch so aus, als wenn sie da brauche ich 4 für. Guck mal, wie die guckt, die Steckdose. Oh. Sehr entsetzt. Ja. Gut. Das finde ich ist ein Design-Flaw, ne? Wegen Kindern. Da hätten sie aufpassen müssen. Das ist bei Steckdosen bei mir zu Hause auch an mich aufgefallen. Da ist unten auch so eine Stanzung, die aussieht, die macht die Steckdose zu einem lustigen Gesicht. Und das ist für kleine Kinder natürlich wie bei den Autos. Wenn die auf die Straße gehen, die Autos kommen, sieht die aus wie ein lächelndes Gesicht. Stimmt, das geht nicht klar. Es müsste so Steckdosen. Also verschließ. Ah! Oh, da ist die Dame! Da ist sie. Da wurde sie in die Ecke gerollt. Okay, sie war die erste, ne? Die. Genau, Patienten. Umgewandelt Nummer 1. Wurde in was auch immer das hier ist. Mhm. Weil der Schal ist schön. Ja, die hat. Der Gregor in New Game Plus gezeigt und da ist mir was aufgefallen. Die hat da so, siehst du das, die haben so eine Art, ist das ein Milchbad oder so? Ja, so? Ja genau, ja. Das hast du letztes Mal schon gesagt, deswegen ist auch direkt aufgefallen. Es kommt daher, dass sie halt sich selber stillen kann in dem Alter. Und dann entsteht halt mal zu ganz viele Bilder im Kopf. Hör auf. Dadurch entsteht sowas. Das wird ja nie aufgeklärt, aber meistens sind es die offensichtlichsten Dinge. Ah ja, guck mal hier. 5 Touchdowns in einem Spiel. Geil. Draußen. Endlich mal frische Luft. Alter, es muss ja so stinken da drin. Ich weiß übrigens, dass es 4 Touchdowns waren, ne? Ich hab extra 5 gesagt. Und noch einen mehr. Ah, okay. Schiss, ne? Weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ob du mich korrigierst. In meinem Kopf war viel mehr, den habe ich lange nicht mehr gehört.
Also die Sonne El Bundy ist in meinem Leben schon lange nicht mehr aufgetaucht. Kein Zitat, ich habe ihn auch im Fernsehen lange nicht mehr gesehen. Ich war nur gerade froh, mal wieder an El Bundy zu denken. Die Serie ist ja, glaube ich, erst Ende der 80er nach Knight Rider und A-Team und so ausgestrahlt worden. Ich dachte, die wäre uralt. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Es vermischt sich für mich alles immer so zu so einem Brei. Es ist gar nicht so alt. El Bundy ist spät 80er. Doch nicht hoffentlich nach uns. Das ist schon Kind, oder? Nein, das ist die Alte, die da mit am Tisch saß. Die Alte, die am Tisch saß? Es saß ein Typ ohne Hand, den Alten, den wir getötet haben, und die Oma, die wir gerade drin gesehen haben. Nein, es war noch eine Frau. Was? Ja, die gesagt hat, ich hab gekocht! Ach, die alte Frau, die Mutter. Ja, okay, du hast recht. Okay, das ist genau das Ding, was wir beobachtet haben. Oh, geil. Spanni, Spanni. Gar nicht so verwüstet und verrottet aus. Präsidenten-Suit. Sweet. Kiste da hinten, die wir kaputt machen können noch. Ich geh erstmal hinten. Da unten. Jetzt geht's zur Garage. Remember? Stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Hi, Mamba. Okay. Maison. Maison. Munition. Ah, ich will so ein Ding haben. Ich will genau so eine Kiste haben. Ich finde, die sieht richtig geil aus. Ich hatte früher sowas. Echt? Ja. Die auch so aussah? Cool. Nee, in Blau. Ja, die Farbe ist okay. Aber auch so geformt, als wenn du damit zum Mars fliegen könntest, wenn du deine Sachen verpackst. Ja, die war ein bisschen abgerundeter. Aber die war vom Prinzip so ein Anglerkoffer auch. Mit so ganz vielen geilen Ablagemöglichkeiten für viele Sachen. Stehe ich total drauf. Oh, wo ist der Koffer überhaupt? Den muss ich mal. Ich habe auch so einen Rucksack mit so vielen Reißverschlüssen. Je mehr Reißverschlüsse ein Rucksack hat, umso besser. Das ist was sehr Deutsches, glaube ich. Diese Multifunktionsgegenstände aller Art. Ja. Bissige Chemikalie. Guck mal, da können wir ja. Jetzt können wir die Munition da mal reintunken. Wollen wir das mal tun? Ja. Combinatore. 30 grüne Pistolenmunition. Die sind jetzt quasi auch giftig noch. Also die Langzeitwirkung, die sterben dann nach einigen Monaten an der Infektion. Ja, ne? Mhm. Da haben wir jetzt gerade mit einem seltsamen Kram eine noch schlimmere Seuche erschaffen. Aber was mich gerade irritiert ist, also die Zahl ist grün. Was heißt das? Heißt das Cap? Heißt es, ich kann nicht mehr kriegen. Wie viel hatten wir vorher? Haben wir jetzt verschwendet? Hatten wir 25 und nur 5 gekriegt, weil wir im falschen Moment? Nee, wir haben die Munition mit der Chemikalie kombiniert. Also ist die einfach wirkungsvoller, so habe ich es verstanden. Nee, wir haben Pulver mit der Chemikalie kombiniert und diese Munition, die wir vorher auch schon hatten, ist jetzt mehr. Und auf einmal mit grüner Zahl. Ach so. Genauso wie das hier. Das hat auch eine grüne Zahl. Damit haben wir ja gar nichts zu tun. Dieses grüne. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie. Aber das werden wir später sehen. Machen wir mal. Bell sagt's gerade, ja. Ja. Das ist doch Stack. Ja. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viel Munition wir vorher hatten, ob wir verschwendet haben. Ja, ja. Da müssen wir drauf achten, zu gucken. Ja, das machen wir. Auf der anderen Seite haben wir ja nicht mehr so viele Slots und wir müssen ja. Ah, das ist auch richtig. Frei machen. Jetzt wird's wieder so. Guck mal, noch mehr. Dafür hätten wir zum Beispiel dann. Alter, die waren ja nur am Kiffen, die Leute. Ja. Aber ich kann's verstehen, es ist ja auch. Aha, das sieht auch noch einigermaßen. Guck mal. Aber noch mehr Muni. Finde ich gut, dass dann auch so eine nicht nur immer dieses in your face, hier liegt der Shit, sondern auch mal. Wieder ein Fernseher. Keiner Schrank. Oh. Das ist wieder auch so eine Heavy-Duty-Mülltonne. Genauso wie das Ding. Das ist Schießpulver. Ja. Und eine tote Taube. Das sind ganz gute Boxen. Oh, die Familie. Alter, das ist ein Necronomicon von Azret al-Harab. Oh, yeah. Hundekopf Nummer 1. Ja, das ist das Hundekopf-Sammelalbum. Blauer Hundekopf, sweet. Nur noch 2. Guck mal, die steht richtig rum. Engelfrau. Nicht mehr. Ja, das ist Porzellan. Weeping Angels. Okay, langsam hier durch, weiter.
Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lucas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lucas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Ha! Alter Schwede. Und auf diesem Schiff waren die Keime des Bösen. Das kann gut sein. Und er hat sie so mit nach Hause gebracht. Aus einem fernen Land, wie Dracula damals. Oder das ist die Skywalker Ranch. Sie reden von George Lucas. Ja. Und das ist, wie er auf Star Wars gekommen ist. Oh, ist verrückt und so weiter, ne? Sein, ja. Na, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es könnte sein. Oh. Hier, guck mal. Warum suggeriert mir das Bild-Zeitung? Ey, ich hatte exakt die gleiche Assoziation. Ey, das ist faszinierend. Wir beide haben häufig ähnliche Assoziationen. Das ist genau die Farb... Ja. Ich glaube, das haben viele da draußen auch. Ja, aber Kennedy, obwohl der nicht aussieht wie Kennedy, Walter White und so... Nimm mal dieses Tape da, das ist ein Fernseher wieder. Warte kurz, ich habe jetzt schon hier... Ist nix. Tape? Mhm. Ich versuch's gerade zu nehmen, aber ich habe nicht genug Platz. Lass mich einmal kurz hier noch rumlaufen. Mhm. Geiler Blender. Oh! Oh, Dartspiel. Hast du auch die Assoziation gehabt? Jetzt, wo du saß? Warte mal, geh mal ein Stück zurück. Er gibt das ein Muster. Ja, das ist ein zufälliges Muster. Ein random Muster? Ja. Schade. Oh, es ist... Was... Wie sind die Chances, dass... Was ist dieses Muster? Was ist die... vielleicht gibt es ja auch ein Rätsel. Guck dir mal die an, in welchen Löchern... Weißt du was? Ich fände solche Rätsel gut. Dass man jetzt zusammenzählen muss. Welche Zahl die Dartdödel ergeben. Aber dazu müsste es draufstehen. Hier ist 20, hier ist 1. Ja, gut, das ist... Mehr weiß ich nicht. Nee, aber okay. Ja. Da sind wir auf dem Dartweg. Auf dem Dartweg. Was ist das? Eine Büste? Ja. Eine... Schwarze Büste. Okay, Achso, das ist einfach nur die erste Tür gewesen. Ah, ja, okay. Wir müssen. Können wir nicht einfach in der Schublade was ablegen? Und dann holen wir uns das zurück. Warte, wir sind hier, glaube ich, mit dem Raum noch nicht fertig. Jetzt kommen erstmal das. Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Arbeitungsbereich. Aha, aha. Okay, jetzt wissen wir, wie die Alte heißt. Margaret. Oh, guck mal, Bubblehead. Und noch eine antike Münze. Dürfen wir die nehmen? Ja. Dafür ist Platz? Ja, die können wir stecken. Ah ja. Noch eine Büste. Oh geil, was spielen die hier? Smite Liberting. Smite Twirling. Smile. Nee, Smile. Smile. Darling? Nee. Twirling. Smile Twirling? Smile Twirling. Ja, Smile Twirling. Ah oh, ja. Uh-huh. Okay, hier ist nix. Weiter, oder? Nee. Da ist noch ein. Ich glaube hier. Fenster links. Was ist das? Ah, eine Schrotflinte noch. Die funktioniert nicht mehr. Die können wir nehmen und austauschen mit der anderen. Aber das ist. Ah, guck mal, das ist der Raum, den wir von draußen betrachtet haben, der noch ganz okay aussah. Billardtisch. Hier ist nichts mehr. Leiter. Nee, nein, nicht Leiter. Anziehgerät. Ach nee, verbildet. Kühlständer. Kühlständer. So. Was soll ich hier im Inventar? Bin ich verletzt, dann könnte ich ja hier das grüne Zeug essen. Ja, aber kann man nicht wieder irgendwas ablegen? Ja, ich probier's mal. In der Schublade willst du was ablegen? Ja, nur für den Moment. Wo ist denn irgendwie so ein Interaktions... Da ist Nase, nee. War doch irgendwo, ja, war auch eine Schublade. War hier nicht eher? Ja. Da. Geht nicht mehr. Nee, geht nicht. Ah, das ist ja enttäuschend. Dass man das jetzt verschwenden muss, nur um die Videokassette von A nach B zu legen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ernsthaft? Mm, ja. Ah, ist das dumm. Das ist so ein altes... Menüstruktur... Ah, ich finde das gar nicht so schlimm. Mm. Wir haben in einer Hand ein kleines Taschenmesser, in der anderen Hand haben wir nichts. Nichts.
Ja, du hast vollkommen recht, aber auf der anderen Seite finde ich es wieder gut, dass nicht alles, was wir machen müssen, einfach nur ein X ist und er macht es automatisch, sondern diese Kleinigkeit ins Inventar zu gehen und das Brecheisen auszuwählen, finde ich schon ganz cool, weil der Moment, in dem du klickst, ist immer noch einer der Ungewissheit. Funktioniert das, was ich mir ausgedacht habe? Weiß es vorher nicht. Ja, es funktioniert. Ich kann mit dem Brecheisen die Kette aufmachen. So. Das hast du auch bei Silent Hill häufig noch, was ja. es eigentlich nicht mehr gibt im Videospielen. Heutzutage ja. ist es immer nur noch X und er macht es völlig allein, muss gar nicht nachdenken. Das stimmt, es ist ein bisschen vereinfacht und stupide, aber trotzdem finde ich, dass man, wenn man das so macht, sollte man das Ganze mal ablegen können und dann das wieder aufheben können. Das ist doch Quatsch. Ich meine, du kannst es. Ist das Mülleimer-Symbol? Kann ich das ja. Also ich werde es jetzt einmal ablegen. Mülleimer. Ja, aber Mülleimer ist es doch weg. Nicht die Flintmunition. Wir haben nur eine davon. Ja, aber vielleicht ist die super mächtig. Wir haben. Nee, das sind Pistolenmunition. Das ist ja. die einzige Schrotflintenmunition, die wir haben. Wir haben eine Shell. Warte mal. Was soll ich wegschmeißen? So, drei Erste-Hilfe-Arzneien oder unser Messer? Sag mir was Besseres. Was ist denn mit dem Schwarzpulver? Können wir das noch kombinieren mit dem irgendwie mit dem Munition oder sowas? Nee, das ist doch schon voll. Machen wir das andere. Ja, aber wir machen dann ja nicht mehr. Das ist Schwarzpulver. Ich denke, vielleicht bufft es das. Und hier buff ich 30 cool und hier nur 10. Warte mal, ganz, nicht so schnell. Munition mit zusätzlichem Schießpulver, wodurch die Durchschlagskraft erhöht ist. Ja, siehst Ach so, du. Ja, okay. Dann würde ja, ich das auf die 30 machen, ne? Okay. Guck mal, das spektakulär habe ich das gemacht. Oh, aber immerhin haben wir jetzt Slot. Mir. Ja, hast recht. Es war ganz gut, dass ich das nicht weggeworfen habe. Das Musikvideo von MIA. Kommt gleich. Paper Planes. Oder Missing in Action mit Chuck Norris. Ethan, please watch this. Mia Winters Old House. Steht da sogar Old House noch? Ja, das stand aber eben auch schon. Deren Anwesen besteht aus einem Old House und einem anderen Haus. Und das haben die schön im Kameramenü eingestellt. Ja, so war das früher. Ne? VHS kennst du ja auch noch. Das war super Hightech. Da kannst du richtig viel einstellen. Wann geht das hier eigentlich los? Ah. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich will gerade laufen. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Wie, ich muss laufen? Ja, aber beweg dich mal. Oh, krass. Okay. Da ist die Alte. Oh, ist die gruselig, die Dame. Das erinnert mich an eine Sequenz, die ich auf der Gamescom gespielt habe. Oder war es E3? Ich weiß es nicht mehr. Das ist exakt die Sequenz. Beweg dich nicht! Oh, das ist tatsächlich die Sequenz. Kannst du mir helfen? Ja, wenn. Also, ah! Du darfst dich nicht erwischen lassen. Ich hab voll nicht damit gerechnet, dass die schon. Die war ja viel weiter weg. Ich hab mich echt erschrocken, Alter. Oh Mann. Aber du bist aber auch immer mit einer Seelenruhe. Die war ganz hinten. Ja. Das kann gar nicht hinter mir gewesen sein. Alter Schwede. Okay, zurück zu der Sequenz, die ich gespielt habe. Da geht es tatsächlich darum, dass man die ganze Zeit vor ihr weg. Du kannst nichts machen. Du darfst dich nur halt, ja, nicht erwischen lassen. Und dann. Läuft man die ganze Zeit, schleicht man da durch die Gegend und sucht sich irgendwelche dunklen Ecken, in denen man sich versteckt und darf sich einfach nur nicht erwischen lassen. Es ist lustig, weil damals... Oder warte mal, wie war denn das? Doch, dann war Verbergen, das Verbergen, da steht, sie müssen uns verstecken vor ihr. Ja, das ist exakt die Sequenz, ja. Okay, ich laufe mal jetzt schneller. Ist egal, ob ich laufe oder nicht. Die ist ja eh hinter mir, wenn ich da stehe. Nee. Das bin ich mir nicht so sicher. Ich geh mal da. Ja. Nein, ich meine, die ist da nicht mehr durch die Tür. Hier du kannst dich da in der dunklen Ecke verstecken. Hier? Weiß ich nicht. Ich nehme an, in irgendeiner dunklen Ecke. Also die Tür ging nicht auf, ne? Oder hast du es nicht probiert? Ich hab's jetzt gar nicht mehr probiert. Du hast die Tür nicht probiert. Nein! Aber wir verstecken uns jetzt. Was hast du denn hier? Du stehst vor der Tür. Weil du gesagt hast, wir verstecken. Ja, aber das ist halt das Spielprinzip, was ja, jetzt kommt. Nein, das Ding ist, wir reden ja gerade über so eine Scheiße. Das Spiel ist ja auch nicht so konsequent. Das, was ich gerade gesagt hatte, Türen leuchten ja auch, wenn sie aufgehen von weitem. Yeah. Du probierst es nicht. Und sie hat nicht geleuchtet. Irgendwann gehst du dazu über, als Spieler, denn Türen nicht leuchten, probierst du sie auch gar nicht mehr. Du drückst nur noch bei leuchtenden Sachen. Alles, was im Kopf ableuchtet, ist, wenn was leuchtet, drücken. Ja. Yeah. Gott, die ist so spooky, die Alte.
Geh rein da. Beweg dich nicht! Mach ich nicht, du blöde Kuh. Deine Lampe ist hin. Hä? Du siehst mir doch nicht. Du warst ein böses Mädchen. Okay, alles klar. Anscheinend meinten die mit Verstecken jetzt nicht Verstecken. Erstmal ins Haus rein, da muss man sich verstecken. Rein, genau. Okay. Probieren wir mal, ob die Tür funktioniert. Scheiß Tür. Schnelles Umdrehen, guck mal. L und L und um sich schnell. Drücken Sie L, soll ich so L reindrücken? Okay. L rein und. Finde ich immer gut, wenn Sie die Tasten auch noch mit benutzen. So. Ja. Das finde ich toll. Diese zwei zusätzlichen Tasten. Das bringt schon was, aber cool. Die sind aber auch anspruchsvoll, weil man manchmal dann so komisch. Ja, sie werden selten benutzt. Ungewollt. Drückt oder nicht drückt. Ja? Ja. Mir passiert es nicht. Ja, jetzt geh mal bitte da rein, wir haben nicht so viel Zeit. Ach, guck. Diesmal ist da kein Leuchti. Genau, und jetzt, Sepia-Look. Da musst du jetzt so im Kreis laufen und so. Oh, und dann. Ja. Das ist ein Loch, ich sehe nur schwarz. Hier drüben, Mami. So, wo ist der Schrank, in den ich rein muss? Alter, sind das Spinnennetze oder was? Wo ist das Licht? Ich hatte doch eben noch eine fucking Taschenlampe, oder nicht? Was habt ihr so euer Problem mit Fernsehen? Genau, und da, warte mal, war das? Hä? Hallo? Es wird immer dunkler, ist das normal? Da kommst du her, oder? Ich glaube nicht. Die kommt durch aus einer der. Ah! Da. Jetzt rechts verstecken, rechts. Ja. Wie rechts? Rechts verstecken, rechts, rechts. Da komm ich her. Da. Da rein? Ah! Nein, du musst dich. Da ist so eine kleine Kiste. Und da musst du dich verstecken und sie so. Kommt bei der einen Tür raus, geht zur anderen rein und dann kannst du zurück da, wo sie herkam. Sag das doch am Anfang, Kiste. Ey, ich muss mich erstmal. Das ist ewig her. So. Was mein, also, dass ich das irgendwie gespielt habe. Also, ja, okay. Und die Räume sehen alle gleich aus. Das ist, wie lange so hält sich so eine Erinnerung. Ey, dieses Spiel ist echt gut im Erschrecken. Ja. Das ist richtig gut im Erschrecken. Normalerweise. Erschreckst du dich nie? Nee, aber irgendwie rechnet man sonst damit. Ich erschreck mich sehr doll bei diesem Spiel. Irgendwie hat das was. So. Okay, wir sind wieder hier. Ich habe keine Ahnung. Ich mach. Da geht's nicht. Da kommt sie da, jetzt da, her. Da, zurück, zurück. Hier da. Rein. Na, ja, davor. Ja, und jetzt ducken. Ja. Und jetzt geht sie da in der Tür gegenüber rein. Habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Nee, warte, die ist noch nicht drin. Ich begreife dich überhaupt nicht. Jetzt. Und jetzt nach links. Da gleich mal. Ja. Dunkel. Du brauchst hier, glaube ich, nichts aufsammeln. Ich glaube auch nicht, ne? Ach, guck mal. Ja, da ist nämlich das Ding jetzt mit dem Lichträtsel. Ja, genau, das hatte ich gemacht. Noch nicht jetzt. Hau erstmal durch die Tür. Schnell. Wollt mir nur angucken, links. Ist. Und da kann man sich jetzt wieder verstecken hinter den Kisten oder sowas. Ich sehe nur schwarz. Duck dich. Nicht zu weit wieder zurück. Duck dich einfach hinter die Kisten. Nicht zurück. Ich bin ja so weit weg, wie es jetzt geht. Oh, guck mal, da kann ich runter. Nee, da kommst du nicht runter. Okay, mach mal Pause. Kannst du Pause machen? So, auf diesem Klimax der Spannung müssen wir leider zu einem Ende kommen. Das war Resident Evil 7 für heute. Aber gibt es einen besseren Cliffhanger als das? Ey, das Spiel wird richtig gut gerade. Ja, es wird wirklich richtig gut. Richtig gut. Wir freuen uns sehr, demnächst weiterspielen zu dürfen und zählen auf euch. Bis dahin, gut Grusel. Tschüss.